Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Icarus. Ja, ausgerüstet und neu ausgerüstet und alles repariert. Auf zum zweiten Scanpunkt. Ja, ich war ja nun zurück und bin über die Wüste gegangen. Wie gibt's den Durchgang? Aber man denkt, man geht einfach so rüber, kann's vergessen. Musste erst hier lang, dann hier runter. Hier war Klippen, muss man damit durch. Ja, also nicht gerade direkten Weg, aber doch nicht so kurz. Und zum Glück, zum Schluss kam erst noch ein Sturm. Erst zum Glück, ein Glück. Ne? Also, ja, der Ziel ist jetzt hier. Das verlorene Teil ist noch nicht gefunden. Also, ja, mal schauen. Ja, ich habe nochmal alles eingepackt. So viel wie es ging. Bin auch gut gefüllt, mehr geht nicht. Das haben wir alles voll. Auf, ja, auf geht's. Da hingehen, aufrüsten, aufstellen und Haus aufstellen. In der Gegend gibt es eigentlich keine Eisbären. Aber das weiß man nicht so. Ach, hier kommt wieder mal was mit der Bären gegen hier. Ja, Munition ist unhergestellt. Noch kurz nebenbei auch Eisen mitgenommen, was reinpasste, weil die anderen Teile waren dann teilweise kaputt, weg. Die Holzriegel. Jetzt so viel mitgenommen, dass man sagen kann, okay, mehr geht nicht. Immer aufpassen, hier ist mein Bär. Rickets ist harmlos. Und hier kreuzt er mir immer auf. Schwer dunkel. Wahnsinn. Aber ich finde unterwegs eine Höhle, kann er schlafen. Und hol dann morgen. Mal habe ich Glück diesmal. Kein Bär. Ja, ab 8 Uhr kann man schlafen und sehen, bis dahin bis die Höhle finde. Feuer aufstellen. Oh nee. Und letztes Mal ist abgestürzt. Ah, mal schauen. Jetzt haben wir Wasser rausnehmen, ne? Den Kühlungseffekt muss man nicht haben. Bis wie? Ich muss die Munition sparen. Mit Pfeil und Bogen, nicht? Ja, nur noch 22. Hoppelhase, Schneehase. Die gehen, die sind harmlos. Gibt es noch 14? Und wo haben wir eine Höhle? War da einer gewesen hier, ne? Hier oben vorne irgendwo, glaube ich. Ja, da. Klippen. Oder Klippen geht's weg ab. Ja, der Eis klingt immer so undankbar gegen, ne? Das ist mal so. Ja. Gut, hier sind keine Bären, das gibt man noch. Ein Wolf. Ressourcen sparen. Ab 6. Ja. Da im Schatten ist es. Hauptsache, wir kriegen keinen Sturm hier. Dann geht's.
eine sind das. Hat schon das mit mehr Gebrüll gestalten. Da. Das passt genau. Wenn man den Wurm erledigen wollen. Ich sag mal. Mistviecher. So. Gut, dann mal Feuer. Gut schlafen und dann geht's weiter. So. Was so alles in Gürtel reinpasst, ne? Blastsack? Ja, vergessen. Oh, so, so dämlich. Das ist blöd. Dann muss ich durchziehen. Mist. Das ist jetzt aber ganz blöd. So. Dann geht's weiter. Random Planet. Vielleicht brauche ich noch einen Schlaf, sag mal sehen. Aber mir fehlt, glaube ich, Äste, müsste ich auch zerstören. Stöcke kriegt man hergestellt. Knochen für Pfeile ist in Not. Ah. Was wird da fehlen? Leder haben wir schon mal. Noch ein bisschen Fell, Stock und Fasern. Fasern vielleicht. Ja, ein Riegel vielleicht und die Seile vielleicht, ne? Aber zurückgehen würde ich auch nicht mehr. Geht doch. Im Dunkeln würde ich auch nicht lange laufen, das ist immer blöd. Für euch genauso mich. Das reicht noch nicht ganz. Das war nur 8, ich brauche noch 2. Mehrere Wölfe, nicht gut. Gehen beide. Das lasse ich hier weiter mitnehmen. Dann baue ich mir ein Haus. In der Ecke. Das ist eine Höhle. Hey, nix. Groß. Oh, eine Riesenhöhle. Ein Gedicht. Was das? Gut.
Beziehungsweise immer Feuer machen, ne? Erstmal reiner Ding und Fleisch. Dann. Das hauen wir raus. Geht auch. Das Fleisch essen wir gleich mal. Gibt's teilen. Also nicht alles schon. Teilen. 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 So, Seile. Mal gucken, was geht. Jacke und Fasern. So. Jacke haben wir. Feuer, Holz. Dann können wir so machen, ne? Herstellung. Einmal. So. Also die ganze Nacht ja hier dunkel laufen, das ist ungünstig. Das will auch keiner machen. So. So. Acht. Kann man ja wieder aufmachen, ne? Null. Das gibt Frostbeulen. Da muss ich kurz warten, wenn ich wieder aufnehme. So. Ja, zwei Dinger weniger, also nicht so schön, aber was soll man tun, ne? So. Erstmal Frühstück. Das war ja noch gar nicht geplant, ne? 9 Grad. Und kalt. Höhlenkrankheit, am aufpassen. Aber Medizin. Haben wir hier schon nächsten auftauen? Hier pfeift der Wind aber rein, du. Lass das. Das ist halt schön zu sehen, ne? Schön tief. Das wäre hier in der Ecke neben einer anderen Höhle. Komm dich ans Feuer ran. Bisschen aufwärmen. Oh, schwere Winde. Ungünstig. Aber der Scanner ist dabei, das ist noch wichtig. Ich vergesse die abends mal. Überleg, ob ich das Teil Betonwände. Mal sehen. Das ist Einbau direkt. Dass er nicht gleich an das Teil rankommt, ne? Und sie zerstören können. Außer eigentlich, sieht aus wie ein Tier, ne? So, Möhre ist weg. Ah, das fahren wir raus. Das behalten wir noch. Ein bisschen sortieren. Leiter ist da.
mal zusammen. Muss Gewehr aufladen. Ja, ist schon gut. Aber extra wird hergestellt, ne? Ja, so. Aber mit Anzug ist ganz gut. Noch ein Brett, ne? Fleisch ja durch. 20, 20, 4 und 16. Ja, der Anzug alleine, 5 Teile, ist ein Gepäck mehr, ne? 4 Anzugsinventar und 10 Kilogramm extra, ne? Gleiche bei den Stiefeln und bei den Handschuhen. Ja. Ja, bei Stiefeln nicht, aber alles kann man auch nicht mitnehmen. Was Neues hier gibt? Jetzt kriegt der Frostbeulen. Ah. Aber die Medizin. Das hilft. Jetzt brennst du. Sehr gemein. Hungrig. Ess noch was. Muss ich schauen, dass ich da hier kurz heile, sobald der Sturm vorbei ist, die Temperatur steigt. Naja, hier so Eis, ne? Kein Wunder, dass es so kalt ist. Ist so leicht geschafft. So, Zuschauer, das sollte schon gewesen sein. Nächsten Folge hole ich dann direkt am Zielort ab. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.